Hallo zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einem weiteren Total War Rome 2 Online Battle von mir. Diesmal die Arawaki gegen die Massilianer. Ja, wie ich die Arawaki spiele, kennt ihr ja schon mittlerweile eigentlich. Aber ich dachte mir, komm, gegen Massilia habe ich sowas noch nie gespielt. Grundsätzlich habe ich bis jetzt die meisten iberischen Völker nur gegen Römer gespielt oder gegen ein paar keltische Fraktionen. Jetzt dachte ich mir, gegen Griechen ist auch was Nettes und da fangen wir gleich an. Was habe ich denn mit dabei? Insgesamt 7-mal meine Scutarii. Dann noch weitere 3-mal iberische Schwertkämpfer. Dann 2-mal bemalte Krieger an jeder Flanke. Einen. Und 1-mal Adelskämpfer, in dem mein Gen noch ist. Dann habe ich noch 2-mal iberische Speerkämpfer an jeder Flanke. Ein. 4-mal keltiberische Kavallerie an jeder Flanke. 2. Und 1-mal als Reserve iberische Kavallerie. Gut, was war der Gedanke? Ich spiele gegen Massilia. Ich weiß, dass sie nichts Besseres an Schwertinfanterie haben als die Laienpanzer-Schwertkämpfer. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, Scutarii mitzunehmen in Massen, weil ich wusste, Scutarii reichen aus, um die Laienpanzer-Schwertkämpfer lang genug zu beschäftigen oder sie sogar auszuschalten. Variiert immer mal von Szenario zu Szenario. Ich habe 7 Stück mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, gut, die meisten Spieler spielen mit einer Linie aus 6 Mann, also 6 Truppen. Wenn ich jetzt noch einen mehr mitnehme, habe ich einen mehr offen, der mir das Spiel quasi entscheidend mitprägen kann. Meine iberischen Schwertkämpfer sollten meine Fernkämpfer bilden, zeitgleich aber auch im Nahkampf unterstützen, wenn es notwendig ist, gegen Speerkämpfer oder ähnliches. Und meine bemalten Krieger, die sollten sich darum kümmern, die Moral zu brechen an den Flanken und sollten eigentlich weitestgehend aus dem Geschehen rausgehalten werden. Erst dann zum Einsatz kommen, wenn es wirklich notwendig wird. Und mein General ist eigentlich nur eine reine Backup-Einheit, den ich als Strategen gewählt habe, dass wenn ich ihn einsetze, dass ich ihn auch von selbst wieder auffrischen kann, wenn er mal Kopfgeldjagd einsetzt. Gut, an der Flanke jeweils nur 1-mal iberische Speerkämpfer, simpel, da brauche ich nicht mehr, meine Kavallerie soll eigentlich die feindliche Kavallerie bündeln und die Speerkämpfer sollen einfach nur noch unterstützend wirken, dass meine Kavallerie den Kampf auch gegen bessere Kavalleristen gewinnt. Da ich weiß, dass die Massilianer nur eine einzige Kavallerie-Einheit haben, die wirklich besser ist als meine, war da eigentlich eine ziemlich starke Flanke für mich da. Selbe Spiel auf der linken Flanke. Die iberische Kavallerie ist dazu da, um feindliche Bogenschützen zu jagen oder auch auszuschalten, besser gesagt. Denn wenn ich gegen die Massilianer spiele und die nehmen Fernkämpfer mit, kann man gut mit 3 gallischen Jägersöldnern rechnen. Das ist ziemlich oft so. Und die iberische Kavallerie reicht vollkommen aus, macht die komplett fertig, ist erstens schnell, zweitens flexibel und drittens gut gegen leichte Einheiten. Warum sollte ich da was Besseres benutzen dafür und mehr Geld auszugeben? Noch dazu sind die Fernkämpfer schnell Geschichte, da sind ziemlich hohen Nahkampf angefahren und auch einen ziemlich hohen Waffenschaden. Naja, was hat mein Gegenüber mit dabei? Wir sehen jetzt gerade nicht alles, aber er hat mit dabei. Insgesamt 3-mal, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ich glaube 3-mal massilianische Trierspeere. Meine ich zumindest, dass ich noch einen dritten hier hatte. 1-mal Steinschütterer, keltische Steinschütterer, 3-mal gallische Jägersöldner, 4-mal Hopliten, 3-mal Leinenpanzerschwertkämpfer. An der linken Flanke 1-mal Bürgerkavallerie und 1-mal Lanzenpeis. An der rechten Flanke 2-mal Bürgerkavallerie. Und dann nochmal als... Ah, hier drüben ist der letzte Thuria-Speertrupp, da übrigens. Und dann noch 1-mal sein General als massilianische Hopliten. Gut, wenn wir uns jetzt mal so seine Armee angucken und Revue passieren lassen, habe ich die stärkere Flanke. Zumindest die linke Flanke von mir ist stärker als seine rechte. Das steht fest. Auf der anderen Flanke hängt es davon ab, wie er sich einstellt. Wenn er mit den Lanzenpeis meinen iberischen Speerkämpfer hier zum Beispiel wegchargen würde, dann sehe ich da wahrscheinlich auch kein Land mehr. Da hängt es davon ab, wie schnell meine keltiberische Kavallerie die Bürgerkavallerie fertig macht, bis ich dann die Lanzenpeis kriegen kann. Also das ist eigentlich ein knapp... Also das kann schief gehen, das Ding hier. Ich habe eine Linie, die so groß ist wie alle seine Linieneinheiten zusammen. Also nicht mitgerechnet sein General. Hab dann noch 3 weitere Einheiten als Reserve, die ich gegen Speerkämpfer benutzen kann. Also genau für seine Thuria-Speere. Hab dann noch 2-mal bemalte Krieger übrig, die ich einsetzen kann, um die Moral zu brechen. Top. Und mein General, um Lücken zu füllen. Top. Bin also für alles gewappnet und ich habe auch genug. Ich habe die iberische Kavallerie mit dabei und kann damit mich halt gut genug drum kümmern, seine Fernkämpfer einfach alle zu jagen und dann auch auszuschalten. So, ich würde sagen, wir legen jetzt hier auch mal direkt los. Insgesamt sieht man auch, dass ich wieder sehr breit stehe. Das ist halt meine Stärke, kann man auch direkt sagen. Mich breit aufzustellen, das mache ich ja wirklich gerne und auch oft, weil es auch wirklich effektiv ist. Es hilft oft, gerade bei solchen Armeen hier, die sind dann hoffnungslos überfordert. Oh mein Gott, ist der breit. Das wird ja echt gefährlich für mich, der könnte mich ja locker umzingeln. Sowas zum Beispiel kommt dann als Gedanke auch mit auf. Dazu schreckt es auch meist die Gegner ab, hier weiter außen noch aktiv zu werden.
Deswegen kann ich dann dort meine Kavallerie auf wichtige strategische Positionen stellen, wie hier zum Beispiel diesen Hügel, um dann ohne Gegenwehr später vom Hügel aus runter zu chargen, um meine Manöver zu planen, wie ich da reingehen möchte. Wenn ich mir seine Linie anschaue, müsste sie meinen Skutari auch weitestgehend unterlegen sein. Die sollten Hopliten eigentlich ausschalten können und Leimpatz-Schildkämpfer, wie gesagt, schon gut genug beschäftigen, sodass die auch keine Gefahr mehr werden. So ist eigentlich der Gedanke dahin. Das müsste eigentlich schon passen. Auf der Flanke bin ich sowieso extrem überlegen. Und jetzt sehen wir auch, wer sich aufstellt. Er holt seine Torio-Speere gleich mit raus zur Linie. Und da habe ich mir gedacht, okay. Jetzt muss ich mir Gedanken machen. Ich kann nicht mit 7 Einheiten auf 10 kämpfen. Deswegen habe ich meine Skutarii nach rechts fokussiert hier drüben. Und meine iberischen Schwertkämpfer mehr nach links. Oh, tut mir leid, Leute. Ich muss kurz was trinken. Oh, irgendwie war gerade mein Hals so... Egal. Okay, auf jeden Fall auf die linke Flanke kommen die iberischen Schwertkämpfer. Die müssen jetzt hier sich gegen die massilianischen Hobiten kümmern. Oh, es tut mir leid, Leute. Ich bin aber auch nur menschlich. Ah. Gut. Okay, die Skutari müssen sie jetzt hier in Charge gehen. Wir sehen es ja schon direkt. Seine Bogenschützen fallen hier auch schon fleißig. Waren ja erst noch versteckt. Er zieht sie jetzt dann doch noch zurück. Hat er schnelles Nachladen aktiviert gehabt, um mich mir gefährlich zu werden. Seine Torierspeere werfen jetzt auch noch Speere, was natürlich nicht gut ist für meine Skutari. Aber in dem Moment war mir das eigentlich nur egal. Wir sehen jetzt auch, der Charge geht jetzt hier los. Schön auf die feindlichen Hobliten hier drauf los. Zack. Da ist jetzt gerade Sammeln drauf aktiviert, deswegen haben die etwas erhöhte Moral, bringt aber zum Anfang eigentlich nur selten was. Hier drüben kommen meine iberischen Schwertkämpfer noch mit dazu, die sollen jetzt hier auch gleich in Charge rennen. Wir sehen, da drüben geht's schon los. Der rennt los. Und seine Torierspeere sind natürlich dem auch nicht gewappnet, die sind da nicht stark genug. Da sehen wir es auch, da musst du übelst einstecken. Den Trupp hat er hier um die Flanke herumgestellt, weil er dachte, er könnte hier mit meinen Speerkämpfer abfangen. Nichts, hier kommen die Schwertkämpfer dazu. Mit meiner Kavallerie bin ich schon so weit umlaufen, dass wir... Oh, kurze Pause. Schon einen Kessel geformt habe. Also momentan ist das perfekt für mein Szenario. Meine bemalten Krieger sind jetzt bereit, stehen auch als Reserve hinten rum. Meine Skutari und meine iberischen Schwertkämpfer kämpfen jetzt hier gegen die feindlichen Hobliten und Schwertkämpfer und massianischen Turierspeere. Hier drüben charge ich jetzt seine Lanzenpreis und seine Bürgerkavallerie, schickt meine Speerkämpfer noch mit rein und schickt gleich meine bemalten Krieger hier hinten rum durch. Wir sehen da hinten jetzt auch meine iberische Kavallerie, die jetzt freie Bahn hat auf die feindlichen Fernkämpfer, damit die ausgeschaltet werden, und auf den anderen Flanken gewinnt meine Kavallerie gerade gegen seine Kavallerie. Und jetzt schauen wir uns mal hier drüben diesen Charge nochmal schön an hier. Das sehen wir schon. Der Trupp Bogenschützen wird jetzt hier natürlich fliehen. Wird nochmal schön beschmissen von mir und wird jetzt auch ausgeschaltet hier. Generell seine ganzen Fernkämpfer waren jetzt schön im Nahkampf drin. Ich muss jetzt schnell wieder rausziehen, weil sein General jetzt versucht, mir hier meine iberische Kavallerie auszuschalten. Aber ist nicht das Problem. Ich habe eine leichte Kavallerie und kann da schnell wieder raus. Die Lanze Peis wollte auch noch zur Unterstützung schicken, hat aber nicht gereicht. Und meine iberische Kavallerie hat seine letzte Hoffnung eigentlich quasi komplett zerstört. Wir sehen ja schon, die sind hier total aufgerieben. Ein Trupp flieht sogar schon. Die anderen beiden sind beschäftigt hier. Weitestgehend meine bemalten Krieger chargen jetzt hier in den Rücken der Leinwandschwertkämpfer rein. Und wir sehen ja, dadurch, dass sie Angst machen gegen alle haben, ist es extrem schlecht für die Moral. Deswegen wanken die alle gleich oder sind schon im roten Bereich. Auf der anderen Flanke sieht es ähnlich aus. Meine Schwertkämpfer machen hier die Turierspeere fertig, gewinnen das Ding ziemlich solide sogar. Und auch hier sind die bemalten Krieger mittlerweile schon im Kampf mit integriert. Dadurch haben wir auch hier natürlich einen ziemlichen Moralabfall. Und insgesamt sieht es da echt besser aus für mich. So, zack, die Schwertkämpfer brechen weg, die Hobliten werden hier ausgeschaltet. Der Trupp Skutari wurde hier von den Fernkämpfern ein bisschen mehr massakriert. Deswegen habe ich meinen General hier mit reingestellt, um gegen die Hobliten weiter zu unterstützen. Hier hinten kämpft meine Flanke jetzt gegen seinen General auch gleich mit dazu. Die Bogenschützen werden jetzt hier gejagt. Jetzt kommen hier die ganzen Kavalleristen, sind auch fertig. Chargen hier in den Rücken der Turierspeere rein und werden jetzt Stück für Stück versuchen, hier aufzurollen. Und auch die ganzen fliehenden Einheiten zu jagen, die nicht mehr wiederkommen. Deswegen habe ich auch die iberische Kavallerie gern mit dabei, weil sie auch die fliehenden Einheiten super jagen kann. Und zwar so lange, dass sie wirklich überhaupt gar nicht mehr wiederkommen. Wir sehen ja, es funktioniert hier. Die Truppen werden jetzt einfach nur vertrieben und kommen nicht mehr wieder. Hier hinten der Trupp gallische, nee, keltische Steinschirmer ist sogar, okay. Tut mir leid. Wird gecharged von den keltiberischen Kavalleristen. In der Hoffnung, dass der jetzt natürlich auch gleich weg ist. Die Infanterie wird jetzt hier komplett zerschlagen von ihm. Der General ist hier noch übrig. Die bemalten Krieger kämpfen hier drin auch schon mit. Die Moral ist natürlich deswegen stark angeknackst. Wir sehen schon, die ist jetzt rot. Auch bei der Linie hier drüben. Er hat einen kleinen Fehler gemacht, der Micromanagement. Und ist durch meine Einheiten durchgezogen anscheinend. Hat ihm natürlich überhaupt gar nicht geholfen. Ist dabei komplett verreckt. Und die Schlacht ist an der Stelle auch gewonnen. So, schauen wir uns meine Statistiken an. Da sehen wir jetzt auch gleich auf Anhieb, dass meine bemalten Krieger keinen einzigen Mann verloren haben. Und so viele Kills gemacht haben. Also echt nicht schlecht. Das ist schon geil. Die Kavallerie hat sich gut angestellt. Meine Schwertkämpfer haben grundsätzlich gut Kills gemacht. Alles im All hat
alles funktioniert in dieser Taktik, also dieser Armee grundsätzlich. Alles, was hätte funktionieren können, hat funktioniert. Ich konnte frei walten und tun, was ich wollte. Wir sehen es ja auch direkt an seinen Kills. Die einzigen Einheiten, die wirklich ein bisschen mehr gekillt haben, waren die Schwertkämpfer und auch die, die Generalseinheit sowie die Steinschleuderer, aber sonst keiner weiter. Die Obliten noch ein bisschen was, die Türspieler ein bisschen, aber es hat im Leben nicht ausgereicht, um mir wirklich gefährlich zu werden. Und meine bemalten Krieger erstaunlicherweise wirklich überhaupt gar keine Verluste. Ich hoffe, euch hat die Online-Schlacht heute gefallen. Und falls ihr Interesse an mehr habt, dann schaut doch mal vorbei auf meinem Kanal. Immer montags bis Donnerstag 16 Uhr kommen neue Online-Schlachten. Und falls ihr was Neues dazu lernen wollt, dann kann ich euch nur meine Nations Guides empfehlen, die immer samstags und sonntags um 16 Uhr kommen. Und da könnt ihr auch mal ruhig jetzt draufklicken. Die sind immerhin in der Endcard vertreten. Ich würde mich auch selber einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, falls euch dieses Video gefallen hat, damit ich weiß, was euch gefällt. Kommentare sind mir wichtig, denn ich möchte meine Videos verbessern. Das geht nur, wenn ihr mir sagt, was euch nicht gefällt. Also rein damit. Und Livestreams auf Twitch mache ich auch immer montags um 19.30 Uhr. Total War Arena oder auch andere Total War Teile. Also mal reinschauen, dann können wir zusammen ein bisschen daddeln. Facebook und Twitter habe ich auch. Und die NSA schaut da gelegentlich rein, um mein Privatleben ein bisschen abzuchecken. Das könnt ihr auch tun. Also sehen wir uns vielleicht da. Ciao, bis zum nächsten Mal.